So, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem LS19-Projekt mit den Happy Farmers. Ja, wir haben die Nacht gut überstanden. Schön. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. So, jetzt gucken wir mal, ob die anderen auch schon wach sind. Keiner auf dem Hof hier. Junge. Oh, doch, ich höre was. Moin! 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 Ich habe ja gesagt, es gibt Kopfaua. Ich glaube, ich kann heute nicht arbeiten. Bei mir geht's eigentlich, aber der Kaffee läuft auch schon durch. Oh, ah, perfekt. Ja, wie ist der Plan jetzt? Ich würde sagen. Bürgermeister wecken. Genau. Also, willst du ihn anrufen? Dann mach ich mal das Frühstück schon mal fertig. Und dann bei dem Wetter können wir ja kurz draußen frühstücken, wa? Ja, denke ich auch. Ja. Dass du ja zwischendurch mal den Dylan schon mal anrufen, aber Terminzeit hat. Ja, mache ich. Ich bimmel den mal an. Gut. Ja, das sind jetzt nur die. Oh Gott. Leute haben hier Handytöne. Hand. Ja, hallo, Rodes. Smart. Bin ich kurz auf der Leitung. Ach ja. Sag mal, hast du Zeit? Ich weiß, es ist sehr früh am Morgen, aber. Kommt drauf an, worum es geht. Ich bin gerade aus dem Gemeindebüro raus. Echt? Ach, du kannst dich denn noch ein paar Minuten warten, dann würde ich hier mit den Zweien vom LU rumkommen. Hier mit Matterhorn und mit dem Melf. Pass auf, ich fahre jetzt wieder zurück und wenn ihr bis 6:30 da seid, habt ihr Glück. Wenn nicht, fahr ich wieder. Wie sollen wir das schaffen, 6:30? Weiß ich nicht. Okay, wir geben alles. Bis gleich. Jo. Tada! Ist doch wieder bis gleich. So. Schlechte Nachrichten. Was? Ja. Wir sollen 6:30 da sein, sonst fährt er wieder weg. Ja, dann gibt's Kaffee to go. Und, ach gut. Komm, schnell das Frühstück abdecken und dann gehen wir jetzt die Fliegen nicht dabei. Habt ihr ein Fahrzeug, wo wir alle mit können, oder? Ja, ich denke, man kann doch den BMW nehmen, oder? Ach komm, nehmen wir das Polizeiauto. Sind wir auch schnell. Ja. Okay, läuft. Gut. Mit Blaulicht, das wäre natürlich jetzt nice. Blaulicht ist an. Ach, schönes Auto. Junge. Oh, den Pickup, den wir mal hatten, der musste ja auch weggehen. Der hat ja nur rumgezickt mit seiner Elektronik. Ah, okay. Oh, ey, wir brauchen auch nochmal das Auto wieder. Ja, mal schauen. Ich muss ja mal Sparkurs fahren jetzt. Ja, keine Ahnung. So eine kleine Gebrauchkarre. Ich fahre sowieso nicht viel Auto, aber irgendwas. Auch kann ich jedes Mal mit einem großen Fan zum Einkaufen fahren. Ich muss mal kurz den Herbert anrufen, einen Moment. Mhm. Alles klar. Ja, hallo. Ja, erster Karl-Heinz Smart, hi. Grüß dich, Karl-Heinz. Hör mal, wir haben jetzt die Silage schon ein bisschen verladen. Die wird man dir jetzt vorbeibringen. So, ah, geil. Circa, was, 40, 80, 74.000 oder so. Erstmal. Kannst du mir die direkt in die BGA kippen? Also du fährst mal bei mir auf die BGA drauf. Rechts geht so schräg hoch und dann musst du da rückwärts an die Luke dran. Geht das? Würdest du das machen? Sollte kein Problem sein. Der Ludwig oder ich bringe dir dann noch 30.000 vorbei oder 32. Sind wir knapp bei, wir rechnen zusammen. Okay, ja, dann sagst du Bescheid, was ich überweisen soll, ja? Genau. Ich danke dir. Kein Ding. Ciao. Ciao. So, das hätten wir geklärt. Stell dir einfach rückwärts neben ihn. Moin.
Kann auch nicht abbauen, das stimmt. Ja. Oh, 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 oh. Ich habe noch mal überlegt, also was hast du jetzt hier? Altkirch, Karsbach, was war das? Agrarbrüder oder was hattest du gesagt, ne? Ja. Ja, Karsbach ist ja fast eigentlich, ne? Weil das ja nächstgelegene Ortschaft ist eigentlich, ne? Ja, ich weiß nicht, das Brüder, das hört sich immer so eine, ich weiß nicht, ja, das so eine Hip-Hop-Gang oder sowas. Aber es wäre da einfach nur Karsbach Agrar oder Agrar, richtig schön aggressiv groß geschrieben. Genau. Agrar. Wo ist er denn? Oben auf dem Balkon. Auf Balkonien ist er. So, mal rüber wandern. Moin. 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 Schön Aussicht. So, ja, was mit dem Parken üben wir nochmal da unten. Das, war, ja. Das ist, damit du uns nicht abhaust. Ja, gleich in der Zange nehmen, so. Hm, klar. Okay, wer übernimmt das Wort? Hier, Melf, ja, du. Ja, schon fast hier, Anzeige gegen sich selber schreiben wegen Behinderung von Rettungskräften, wenn ich jetzt das Auto weg müsste. Brauchst auch die Feuerwehr dabei. Bist du mit dem Eierhof nochmal mit den Papieren weitergekommen? Ist das jetzt alles spruchreif? Siehst du, jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Nacht hier im Büro gesessen habe. Ich habe nach deinen dämlichen Papieren gesucht. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war die ganze Nacht hier. Ja. Wenigstens einer, der arbeitet. Kann ja nicht jeder jeden Abend feiern. Du, wir hatten eine konspirative Sitzung. Also ehrlich. Wir haben noch gleich was Zweites. Wir wollen eine GmbH gründen. Matt, meine Wenigkeit und der Karl-Heinz möchte auch mit bei uns einsteigen, dass wir unsere Betriebe zusammenlegen. Ich meine, ihr als Gemeinde habt ja einmal natürlich für die ganze Registrierung der GmbH dann nachher, dass dann auch die Steuern ihren richtigen Weg laufen und das Umschreiben der Pachtverträge dann ja nachher. Das wäre nämlich auch noch so ein Anliegen von uns. Ja. Dass quasi der Karl-Heinz komplett mit seinem Bauhofgeschäft und der BGA, genau. Und die, meine Produktion und so weiter würde ich rüberwandern. Ich möchte die beiden Felder aber behalten, die ich gekauft habe. Dann das, die 103 habe ich ja gepachtet und die Wiesen, das würde ich genauso auch 1:1 mit rübernehmen. Genau, und dann natürlich kann das Ding nicht LU Kunze bleiben. Wir sind eine GmbH mit 3 Leuten. Dann wird der ganze Spaß nämlich das Karsbach Agrar. Genau. GmbH. Ja. Was? Karsbach Agrar? Ja, das ist die kleine Ortschaft oben. Genau, denn ich bin quasi, also das LU und der Eierhof sind ansässig Karsbach, ja. Das ist die kleine Ortschaft, wo die Spinnerei und sowas ist. Genau, die Melzerei und so. Ja. Ja, der Name geht ins Ohr, bleibt im Kopf, oder wie sagt man? Ja, genau. Genau. Ja gut, das heißt, es wird ja relativ groß, ne? Das ist der Eierhof unten, genau, das sieht also mitten mit den Papieren eigentlich ganz gut aus. Das ist schon mal klasse, wir sind auch schon mal dreisterweise angefangen, die Felder zu bearbeiten. Ja, da muss ich nur noch gucken, also das ist, sollte grundsätzlich funktionieren. Es kann sein, dass da irgendwelche Gebühren noch auf euch zukommen, weil das jetzt dann wieder aktualisiert umgeschrieben werden muss oder so. Ja, gut, das ist ja klar, das ist ja einmal das ganze Umschreiben der Verträge, dann halt die Neuregistrierung von der GmbH, die Löschung der alten Geschichten. Und dann hatten wir sowieso noch, beim Eierhof war ja, glaube ich, dabei das 136er Feld. Das war ja, glaube ich, aus den Papieren ersichtlich. Und die 141 wollten wir dann im gleichen Abendzug auch mit dazu pachten. Irgendwie so, ich muss gerade mal gucken, irgendwo habe ich das notiert. Da hatten wir schon mal drüber geredet, irgendwo habe ich das notiert. Ja, ich meine, so war es, ich hatte den ganzen Spaß ja per E-Mail weitergeleitet, beziehungsweise die Kopien mitgegeben, als wir darüber gesprochen haben. Müssen wir gerade ins Büro gehen. Ja. Und ich weiß nicht, Karl-Heinz, sag mal, hast du eigentlich auch irgendwas für die BGR an Mais-Silage oder was? An Mais mit eingepflanzt? Nein, gar nicht.
Ich habe nicht auch mal geguckt, ich fahre ja immer an diesem großen, relativ großen Feld an der 149 vorbei. Ja. Sollen wir uns gucken, ob wir die denn auch gleich mitpachten und dann hier Mais anpflanzen für Silage? Für die BGR nachher, dass sie dann schön im Winter durchlaufen kann? Meinetwegen immer. Ja, komm, dann hauen wir gleich mit an. Ja, warte, die Frage ist, ich möchte ja die BGA oben schließen und ich möchte ja die andere BGA haben. Was ich aber das auch gleich machen kann. Ich weiß, wir können es ja mal vormerken. Ich meine, oben bei der kleinen BGA ist ja auch noch das ganze Gras mit drin, ne? Das ja, darf ja erstmal verballert werden. Das müsste jetzt, ich denke, morgen oder übermorgen ist das fertig und dann geht das raus. Also. Ich meine, wir können ja mal vormerken, dass wir die reservieren. Ja, wir werden es mal rübergehen. Ja, wir gehen mal mit zu uns Büro. Was meinst du? Noch. Ja, ich denke so, den Bauhof habe ich gerade gefunden. Die drei Wiesen. Ja. Und die 103. Genau. LU 141 Pacht habe ich mir notiert. Genau. Und 136 als Teil vom Eierhof. Genau. Ja. Wir haben ja auch noch, die Pacht haben wir noch nicht bezahlt. Das wollen wir dann ja in einem Atemzug, wenn das mit der Übernahme Eierhof läuft. Und wir haben gerade mal geschnackt. Der Karl-Heinz hat ja auch nichts irgendwie an Feld, wo er den Mais drauf hat für die BGA. Ja. Da hatten wir überlegt, die 149 noch mit dazu zu pachten. Das ist das große Feld neben dem LU, wenn das auch frei ist von der Pacht her. Da würden wir nämlich Mais draufhauen für die Biogasanlage. Der Landhandel hält sich überall da oben in seinem Gebiet auf. Nee, da unten hat sich noch keiner gemeldet. 149 sollte verfügbar sein. Ich weiß nicht, willst du dann nachher mal, ich sag mal, eine Gesamtrechnung fertig machen mit den ganzen Umschreibungskosten und sowas? Da musst du ja wahrscheinlich auch mit den ganzen anderen Leuten hier im Amt nochmal sprechen. Ich wollte gerade sagen, das nehme ich alles zusammen. Ich schreibe mir das jetzt gerade auf. Warte mal, die 149 dann auch gepachtet, ja? Genau, die wird gepachtet. Also zum Kaufen haben wir das Geld dann doch nicht. Und so, wie nannte sich das Ganze jetzt hier? Kasbach Agrar. Genau. Also Kasbach, wie der Ort, also C-A-R-S und dann Pach, ne? Paula, Anton, Leser, Heinrich. Kasbach Agrar. Ja. Genau. Agrar, alles groß geschrieben. Und Karl-Heinz hat jetzt ja oben in der BGA 5 die kleine BGA. Genau. Und die Überlegung ist, oder das würde ich auch ganz gerne so vollziehen, würde oben die BGA freigeben und würde unten die BGA am LU nehmen. Also zwischen dem Eierhof und dem LU, die BGA 1 bis 3. Ich würde sagen, so klein ist die BGA 5 glaube ich auch nicht, oder? Wenn ich mir die so angucke. Ja, aber ja, okay. Das Problem, was wir haben, da ist nur ein Fahrsilo drin. Und bei den Wiesenflächen, die wir jetzt haben und auch wenn wir Mais anpflanzen und zusätzlich gucken wir auch, dass wir ja unter anderem für den Landhandel ein bisschen Silage für die Futterproduktion anpflanzen und so, sodass man das ein bisschen separieren kann. Und du hast für den Vorteil bei der großen BGA hast du 4 Fahrsilos alleine. Das heißt also, nicht nur das, der nächste Vorteil ist, da könnte genauso gut der Landhandel selber sagen, habt da nicht ein Silo für uns frei, wir würden uns das selber da reinfahren und wir wieder rausholen zum Beispiel. Ne? Also es ist nicht so, dass wir das nur... Ja, sag mal aber kurz, was dein Grundstück oben wert ist von der BGA. Und, ne? Vor den Landflächen her ist es zwar relativ groß oben bei der BGA 5, aber dadurch, dass sie so am Berg liegt. Es ist total beschissen verbaut. Also ich könnte auch keine Hallen platzieren für Fahrzeuge oder so. Das ist... Weil das Grundstück wirst du ja dann wieder veräußern wollen. Richtig. Das würde ich dann gleich mit einberechnen, dass wir das von den Kosten mit abziehen. Ja. Also weil du bist unten bist du bei 585.000, also 200.000 teurer. Ja. Nur vom Grundstück. Genau, also es ist so, ich habe oben jetzt in dem Silo noch Silage drin liegen. Die würde man natürlich gerne rausziehen, wenn die fertig ist. Ich habe da oben auch noch den Rübenschnitzler stehen, den müsste ich dann abreißen und ein Silo. Also das Konto ist dementsprechend aber auch gedeckt, also das passt. Und wie gesagt, die Silage müssten wir ja dann auch noch da durchhauen. Da kommen wir ja nicht drum rum.
Deshalb, ich würde nämlich sagen, dass wir das Fahrsilo oben bei der BGA 5 leer machen, dass wir die BGA 5 so lange betreiben, bis das Fahrsilo leer ist. Ja. Und dass wenn die große BGA unten zwischen LU und Eierhof, die denn übernehmen, in Betrieb nehmen, wenn das denn oben abgebacken ist mit der BGA 5. Ja. Also, dass das schon mal so ein bisschen vorgemerkt ist. Also wahrscheinlich so Mitte Sommer, denke ich mal, dann müsste das durch sein. Ja, ich gucke jetzt direkt mal, weil ich rechne das ja mit ein, es ist ja dann die Komplettrechnung, was ihr oben ja an Grundstückspreis wiederkriegt. Ja. Das ändert sich ja nur über die Zeit auch nicht. Ja, genau, das Grundstück, also. Und dann ist jetzt zumindest schon mal der Überblick. Was dann da auf euch zukommt. Ich notiere das Ganze jetzt mal gerade so. Jetzt muss ich mal noch eben schnell notieren. Gesondert so. Damit ich mal einen Überblick habe, was dann alles zu der Firma da dazu gehört. Also Karspach Agrar. Ja, das haut auf jeden Fall rein. So, das hat den LU-Hof. Genau. Den Eierhof. Genau. Die Sandkuhle. Ja. Er hätte gerne nach Plan die BGA 1 bis 3. Ja. Das Wasserwerk haben wir. Genau, das Wasserwerk. 101, 102. Ja, keine Ahnung. Sonst waren jetzt produktionstechnisch nichts mehr weiter dabei dann, ne? Aktuell gehört noch die BGA 5 dazu, denn? Ja gut, ne, geht mir jetzt nur um die Übersicht, die ziehe ich ja nachher ab, den Preis habe ich mir ja notiert. Okay. Das geht ja dann in die Gründung, ist ja dann quasi der Umzug nach unten schon mit eingeplant. Ja. So, dann haben wir Felder 101 und 102. Genau. Den 110. 151. 151 und die 136 wird mit dabei sein. Genau. Und die 141. Ja, die 141 sind ja Pacht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir zu den gepachteten Feldern. Das wäre die 141. 149 und die 103. Genau. Und die 103 ist auch gepachtet. So, und dann haben wir da hinten noch die. Hey, die Wiesen. Was war das genau? Dieser komplette Grasstreifen. Von oben. Kann gerade sein, da sind drei Wiesen. Drei Wiesen im Osten. Die eine Wiese, da bleibt ja im Besitz, ne? Ja. Ach stimmt, das LU hat ja auch noch die große Wiese, die nördlich vom Shop ist. Stimmt, ja. Die gehört Wiese. Uns ja. Die hat keine Nummer oder sowas, das ist einfach nur die große Wiese nördlich vom Shop. Was ist mit der Wiese? Was ist mit der Wiese Ölmühle? Lagerhaus? Über der 99 und 100? Stimmt. Da hatten wir ja gestern auch drüber gesprochen, ab wenn die frei ist, würden wir die auch mitpachten wollen. Das ist die große Wiese, halt wie Karl-Heinz schon sagt, nördlich von 99 und 100. Da müssen wir wahrscheinlich mal die Vermessungsblätter raus haben, wie groß die ist und was ihr da dafür veranschlagt. Aber die würden wir sonst auch mitnehmen, die große Graswiese, wenn da sonst noch keiner was angemeldet hat. Gerade nachgucken. Ich glaube nicht, dass deiner was angemeldet hat. Wollt ihr die mieten oder kaufen? Pachten oder kaufen? Naja, die pachten wir erstmal. So groß ist das Konto dann doch noch nicht. Gut. Die Wiese, ja, mach mal bitte dann gleich einer einen. Geh mal ungefähr vermessen. Fahr das gleich mal einer ab. Ich glaube, das dürfte ein bisschen größer sein als das Feld 89, wenn ihr das jetzt so grob vergleicht. Das könnte so ungefähr hinkommen. Das Ölmühlengrundstück ist natürlich nicht in der Wiese dabei. Ich glaube, das Feld 89 dürfte ungefähr vergleichbar sein, oder was meint ihr? Ja, denke ich genau.
Denke ich auch. Jo, Feld 89 hat sogar genau 8 Hektar. Dann würde ich sagen, nehmen wir die 8 Hektar an, oder? Dann nehmen wir halt bis an den Bahndamm ran und bis an die Straße ran und um die Ölmühle rum. Acht Hektar. So. Gut, dann ja, rechne ich den ganzen Krempel mal zusammen. Sonst hattet ihr jetzt keine Grundstücke mehr dabei, ne? Nein. Ich guck nochmal, ne. LU hat tatsächlich die große Wiese, die wir sagten, noch die vom Landhandel. Vom Landhandel, sag ich schon, vom Shop. 110, 151 und halt das Betriebsgelände. Vom Bauhof kommt dazu die Sandkuhle, BGA 5, die du ja dann quasi mit rausrechnest nachher. 102, 101 als Eigenbesitz. Ja gut, und vom LU kommt dann auch der Eierhof mit der 136 dazu als Eigenbesitz. Und der Rest, die ganze Pacht haben wir gerade eben durchgegangen. Die ganzen Pachtverträge, die umgeschrieben werden müssen. Genau, das habe ich ja dann soweit notiert. Die Pachten bis auf die 141 und die 149. Und die neue Wiese. Genau, die Pachten. Das ist ja dann noch zu zahlen. Ja. Die Wiesen hinten, nee, die waren bis jetzt auch nur notiert. Ne, hatten gesagt, Pacht Ende vom Jahr. Ich weiß nicht, was du damit Karl-Heinz abkommst. Da muss er was zu sagen. Habe ich jetzt selber gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Meine werden gesagt, Ende vom Jahr. Okay. Ja, wir gucken mal, also eventuell übernehmen wir die dann danach oder so, dann müssen wir mal sehen. Das ist immer eine Frage vom Kontostand nachher, nach der Ernte. Ja. Ja, wir setzen uns im Winter nochmal zusammen, da haben wir ja ein bisschen Zeit, Alter. Ja, das ist sowieso nachher, denn Verlängerung der Pachtverträge und sonst was, das kommt ja spätestens im Winter ja auch auf uns zu. Ich würde eigentlich schon fast sagen, in Richtung Herbst, dass man vielleicht schon Wintergetreide ansieht, aber das kommt später. Ja, naja, ich habe das jetzt soweit notiert. Ich schaue jetzt, wie ich das alles zusammengeschrieben kriege und dann muss ich gucken, was ihr da an Gründungsgebühr habt und dann sage ich euch Bescheid. Gut, also ist das Ding aber durch, sagen wir mal. Ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher Morgen. Ja, ich wüsste nicht, was dem entgegensteht. Ist auf jeden Fall, tun wir ordentlich was für die Wirtschaft von Altkirch, denke ich. Genau, aber nur, dass wir jetzt direkt schon mal dabei sind, wir legen das Ganze dann auch kontentechnisch zusammen, ja? Logisch, ja. Ja, natürlich. Das war unser natürlich. Plan. Das läuft dann alles über das LU-Konto. Genau. Karl-Heinz wandert ja, mit zu uns rüber und dann wird das alles umbenannt in die neue GmbH und gut. Gut, nee, hab ich so notiert. Ich rechne das Ganze mal durch. Und dann müssen wir mal schauen. Alles klar. Ich würde sagen erstmal vielen Dank, Dylan. Und dann hören wir voneinander, ne? Jo, bis denn. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ups, ich nehme mal einen Kaffee mit, ne? Na gut, dann. Klar, jetzt klau mir hier noch den letzten Kaffee. Nein. Mach's gut. Junge. Donner wird der Fenster. So, lass mal da runtergehen. Tada. Ach ja, herrlich. Ich freue mich. Wenn ich Geld scheißen könnte, würde ich mir auch so ein G-Modell holen, aber ist ja leider ein Benziner auch noch, der hier fährt. Naja, wir haben noch zu tun. Kein gutes Auto gehen. So, ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Ja. Sehr erfolgreich. Ich bin ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass das so glatt durchgeht, ne? Also ich bin mehr als verwundert. Aber ich habe das Gefühl, der Dylan war auch ein bisschen erschlagen. Ja. Ja gut, dann haben wir gleich zu dritt aufgenommen. Dann haben wir das Ziel wenigstens erreicht. Also ich habe eigentlich mit ein bisschen Gegenwehr gerechnet irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber... Ich meine, gut, was wollen die dagegen machen? Ja. Ich meine, das ist ein Amtsakt. Ja. Ja,
weiß noch nicht, was die anderen hier in der Stadt alle vorhaben, was die so wie wo machen wollen. Und jetzt ist es mir auch egal. Wir haben unsere Schäfchen im Trockenen, oder wie sagt man? Ich wollte gerade sagen, wir haben das Daumen hoch bekommen. Ja, ich muss gucken. Jetzt muss ich eigentlich meinen Arbeitertrupp andrücken lassen. Die müssen den Rübenschnitzler erstmal oben an der BGA bei mir abbauen. Die müssen das Silo abbauen. Da kommt natürlich auch noch ein bisschen Geld rein. Gott sei Dank. Ja, stimmt. Machen wir dann eigentlich auch eine Einweihungsfeier? Ja, würde ich schon machen. Aber ich weiß noch nicht, jetzt direkt nach der Gründung oder wollen wir lieber ein bisschen warten? So, auch wenn man, weiß ich nicht, schon ein bisschen was da stehen hat und alles, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal, dass das Ganze nachher schön aufgebaut ist. Dass das alles schön unter trockenen Dächern ist. Und hier, weiß ich, vielleicht in Richtung so eine Art Erntefest oder sowas. Ja, Ernte, so das auch so ein Erntedankfest oder sowas, was wir dann veranstalten. Ja. Jetzt im Sommer ist natürlich das Wetter geil. Ich würde sagen, irgendwie so Spätsommer, Anfang Herbst, wenn das Wetter noch gut ist, wenn man noch erst draußen sein kann, so nachher räumen wir halt die große Halle dann frei, wenn sie renoviert ist. Ja. Junge, Junge, Junge. So, ich glaube, ich muss aber auch dann gleich wieder los. Weiß gar nicht, wie machen wir das jetzt, weil ich schulde dir ja theoretisch definitiv noch Geld, also was ich dir auch überweisen könnte. Ich hätte das Geld jetzt auf dem Konto. Das ist ja witzlos, wenn wir die Konten zusammenlegen. Denke ich auch, ne? Ich weiß ja, ob wir da steuerrechtlichen Vorteil hätten, wenn wir vorher Geld hin und her schieben, aber da käme ich auch überhaupt nicht mit aus. Ich habe meine Madame, wo ich immer alle Papiere hinreiche, die macht mir das fertig. Am Ende vom Jahr kriege ich von ihr dann alles fertig gemacht, dass ich das einreiche, mache noch im Finanzamt und gut. Ja. Denn ich habe es zwar mal gehabt in der Meisterschule, aber oh Gott. Das war, ich habe teilgenommen. Ja. Perfekt. Ah, ich freue mich riesig. Ja, wenn die Konten eh zusammengelegt werden, wäre es ja jetzt Blödsinn. Ja. Und ich würde sagen, ja, ich bügel direkt los, noch den letzten Tropfen Hafer draufbollern. Und dann würde ich mir einen Düngerstreuer hier wegholen, wenn es okay ist. Ja, klar, kein Problem. Das passt auch. Dann kann ich nicht mit der Drillmaschine oder Matt mit der Drillmaschine weiter auf dem 136er. Ach, braucht ihr die dann auch? Genau, da kommt. Ach komm, dann dass da den Weizen oder das Gerste raufkommt, dass wir den Hühnerfutter nachher auch haben. Ja. Genau. Ja, aber wir können ja dann nochmal gucken. Vielleicht habe ich zwischendurch dann auch Zeit, dann fasse ich direkt mit an. Also, ich muss jetzt nur noch irgendwie die 101, glaube ich, düngen nochmal. Die 103 muss ich düngen. Danach bin ich theoretisch erstmal durch. Da könnte ich mit anfassen. Kannst ja mal gucken, ob du auf der 151 auch noch fahren kannst, ob die Pflanzen schon zu weit hochgekommen sind, da könnte da glaube ich auch noch Dünger rauf. Muss man gucken, wie die Pflanzen zu weit hoch sind, nehmen wir den alten Fendt dafür, da haben wir Pflegebereifung für liegen. Ja, perfekt, die habe ich nämlich auch nicht. Ja, aber die 151 benötigt glaube ich Kalk, ne? Ja, aber zum Kalken ist es zu spät, das funktioniert jetzt nicht mehr. Da müssen wir gut, ich mache meine Bude erstmal voll, ich muss. Alles klar, frohes Schaffen, wir hören uns zu im CW-Funk oder so. Ja, genau, ich denke auch, bis gleich. Die 136 ist sogar auch schon einmal gedüngt. Ja. Deshalb. Ah, Junge, Junge, Junge. Ja. Also von meiner Seite aus definitiv ein sehr erfolgreicher Tag. Freut mich auf jeden Fall, dass das klappt. Genau. Oh. Ja, smart. Hallo Karl Heinz, Ludwig hier. Grüß dich. Wir haben deine Silage geliefert. Ja. Waren 106.000 Liter. Ja, hast du einen Preis? Wie wollen wir es jetzt machen? Die 180 oder die 130? Das entscheidest du jetzt. Ich würde die 130 tatsächlich sehr gerne nehmen, weil ja, wir gründen eine GmbH. Also ich gehe mit zusammen in eine andere Firma. Also da brauche ich aktuell tatsächlich jeden Euro, den ich. Also ich danach machen wir den Preis von 180. Wenn das okay ist. Ist das okay für dich? Ja, alles gut. Okay.
Also ich hätte jetzt einen Preis, wenn ich mit 130 rechne, habe ich einen Preis von 13.780. Bei 18. Gebe ich euch 18.000, ist das okay, ja, ne? Hä? Was? Komisch, ist auf 18.000. Was hast du gesagt? 13. Ach, verflixte. Warte. Ja, wir waren beim Bürgermeister, ich bin völlig neben der Spur. Achso. Ja, ich überweise dir mal 4-2 zurück, ich hab grad keine Ahnung. Ja, ich danke dir. Und zwar, ich hab noch was. Ja. Oh, naja, erstmal eine andere Frage. Du gehst in eine GmbH? Ja. Okay. Also ich würde das erzählen, wenn es alles vollzogen ist, aber also ich bleib mit meinen Tätigkeiten, bleibt alles wie es ist, da wird sich nichts ändern. Aber ich bin damit jemand auf eine Idee gekommen, da ein bisschen was. Lass mich raten, LU. Ja. Ah, okay. Ja gut, klar, warum nicht? Ich schau, deine Entscheidung. Du musst wissen, wie du deine Firma führst. Ja, also ich. Deswegen. Also es ist so, wir hatten eh die Überlegung, uns große Maschinen zusammenzukaufen, weil ich zum Beispiel Rüben ernten möchte. Wir haben beide Baumwolle angepflanzt und warum soll sich jeder so eine Maschine kaufen? Das ist Blödsinn. Da habe ich immer hin und her überlegt, weil die Maschinen auch richtig teuer sind. Ne? Also wir reden von, weiß ich nicht, einem Rübenernter und Baumwollpflückmaschine bist du bei 800.000 oder so, ne? Ja, reden wir da grob um 1 Million Euro, ja so, klar. So, und er will sowas bezahlen. Da haben wir schon mal gesprochen, ach Mensch, wollen wir nicht und ja. Ja, ja klar. So kam die Überlegung halt und die waren damit auch tatsächlich begeistert und haben noch schon so ein paar zukünftige Ideen und ja, ich denke, wird schon passen. Ja klar, gut. Du, ich gönn's dir. Alles gut, kein Problem. Was ich noch hätte, und zwar, ich hätte, wenn du möchtest, Gülle zu verkaufen. Ich krieg für die Gülle in der BGA nichts. Also so gut wie nichts. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Achso, okay. Ich muss gerade gucken. Weiß nicht, für was würdet ihr die verkaufen? Nee, verkauft die an den Landhandel. Okay, also du sagst, weil das ist in... Ich würde dir jetzt 30 oder 40 Euro bieten. Achso, ja, okay, gut. Also ich könnte dir doch 60 bieten, aber ist ein Minusgeschäft, ne? Also jetzt weißt du, was ich an Gülle einnehme in der BGA, das kannst du vergessen. Okay, ja, okay, gut, nee, dann nicht. Also kannst du schon fast auf die Felder raufstreuen, weißt du, was ich meine? Ja, klar, nee, wäre gut, die, weißt du, die Gülle, die wir von den Schweinen produzieren, die würden wir verkaufen, das bei den Kühen würden wir behalten, weil das sind halt bei den Kühen auch knapp 120.000 Liter. Ja. Was wir da jetzt haben, bei den Schweinen halt plus 34.000. Ja. Aber weißt du, was wir machen? Das behalten wir nochmal im Kopf, weil da habe ich mit dem LU auch schon eine Idee. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück und werden vielleicht sowas wie so ein großer Abnehmpartner für deine Gülle. Okay, ja gut, aber die Gülle bei den Kühen wollen wir erstmal behalten. Ja, ja, alles gut. Ne? Nur als Info, ja, klar. Aber gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. Alles klar. Dann lasse ich das mal noch bei uns. Ja, bitte. Okay. Eingehauen, ciao. Ciao. So, da ist die Folge auch schon wieder zu Ende, war sehr ereignisreich. Ja, vielleicht ist der ein oder andere überrascht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr zu dem Namen, den wir uns ausgedacht haben? Was haltet ihr allgemein von der Idee? Habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Was kann man noch machen? Ja, dann Like und Abo bitte nicht vergessen und tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.